Ich grüße Sie ganz herzlich aus dem literarischen Zentrum der Republik, wie Sie unschwer feststellen können. Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Das hier ist Lothar. Lothar ist ein Wesen von ganz besonderem Verstand. Lothar ist die einzige Ermittlungsente der Welt. Ein Wesen von solcher Unschuld, dass sich alles Böse, was ihm begegnet, automatisch irgendwann selber erklären muss. Lothar ist eine Laufente. Wenn man Laufenten beobachtet, 20 Jahre lang, denkt man wahrscheinlich 20 Jahre lang, Gott, wie tollpatschig. Im 21. Jahr dann macht es irgendwann Klick und man erkennt, Vögel sind Zweibeiner. Die Laufente ist ein Zweibeiner, der aufrecht geht. Und wo Menschen Arme und Hände haben, um Mitmenschen zu erschlagen oder zu erwürgen, hat die Laufente Flügel wie ein Engel. Das ist Lothar. Lothar ist der Kollege und Begleiter von Erwin Düsedieker, der zweiten Hauptperson des Buches. Erwin ist ebenso ein Wesen von großer Unschuld, obwohl Erwin ein Mensch ist. Erwin ist der Sohn des ehemaligen Dorfpolizisten Friedhelm Düsedieker und gilt in dem Ort, in dem er lebt und wohnt, in einem irgendwie fiktiven Ostwestfalen, Bramschebeek, als geistig etwas zurückgeblieben. Mit anderen Worten, Erwin gilt als bekloppt. Trotzdem lösen Erwin und Lothar einen sehr skurrilen, sehr spannenden und hoffentlich sehr witzigen Kriminalfall. Lothar hat für das Buch eine schöne Formulierung gefunden. Er wünscht Ihnen, dass Sie in dem Buch, im Gestrüpp der Worte des Buches, genauso viele Nacktschnecken finden, wie Lothar in Gundi Tüßbahns Salatgarten. Ja, das wünsche ich auch.